Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Story of Seasons, Trio of Towns. Ja, meine Lieben, verzeiht nochmal, dass im letzten Part so plötzlich und abrupt ich einen Cut machen musste. Es hatte, wie gesagt, an der Tür geklingelt und ich wollte eigentlich schon erst aufstehen und wegrennen, um schnell die Tür aufzumachen. Und dann ist mir eingefallen, hey, Moment, ich nehme über OBS auf. Das heißt, der Part ist schon direkt fertig gerendert und ich kann da nicht mehr großartig dran rumschneiden, weil ja sonst die Qualität gemindert wird von dem Video. Deswegen habe ich dann halt so abrupt und schnell Tschüss gesagt. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber mein kleiner Sohn stand halt unten vor der Tür. Und ich glaube, wenn ich da nicht sofort aufgemacht hätte, dann wäre er ziemlich traurig geworden. Naja, gut, okay. Ich bin übrigens jetzt hier mal wieder in ein Blumen-Event gestolpert. Und zwar anscheinend von Hinata. Und ja, also die zwei Jungs stehen hier rum. Und ich bin jetzt dazugekommen. Wie geht es dir, Shiva? Hör dir das an. Mir ist etwas total Tolles passiert. Du weißt doch bereits, dass Hinata Schauspieler werden will, oder? Nein, das wusste ich nicht. Hat er das mal gesagt? Ich glaube nicht, ne? Oh echt? Entschuldige, ich dachte, das hätte ich dir erzählt. Wenn ich mit der Arbeit bei Rahmans fertig bin, gehe ich immer zu einem kleinen Theater im Nachbarort, um dort zu schauspielern. Eines Tages möchte ich meinen Lebensunterhalt als waschechter Schauspieler verdienen. Jedenfalls führen wir gerade ein neues Stück auf. Und bisher läuft es echt gut, wir haben total viele Zuschauer. Deshalb werden wir auch alle einen Bonus oder so bekommen für unseren Auftritt. Wow. Natürlich freue ich mich über die Bezahlung. Aber noch viel glücklicher macht es mich, dass so viele Leute ein Stück gefällt, bei dem ich mitmache. Ich war gerade dabei, Yuzuki von den guten Neuigkeiten zu erzählen, als du vorbeikamst. So viel hast du, glaube ich, noch nie für eine Rolle geübt. Ich freue mich sehr, dass deine Anstrengungen endlich auf Anerkennung stoßen. Hinata, weißt du noch, was ich dir einmal versprochen habe? Wäre jetzt ein guter Moment, um mein Versprechen einzulösen? Was? Echt? Aber hallo! Danke, Yuzuki! Hey, komm doch auch mit, Shiva! Wir gehen zu Yuzukis Haus. Ich erkläre dir dort, worum es geht. Okay. Also gut, wir haben heute vor, super leckeres Chirashi-Sushi zuzubereiten. In meiner Familie ist es Brauch, gemeinsam Chirashi-Sushi zuzubereiten, wenn wir etwas zu feiern haben. Aber seit ich hierher gezogen bin, hatte ich keine Möglichkeit dazu, also juckt es mich schon länger in den Fingern. Und ich habe Hinata versprochen, ihm dabei zu helfen, wenn es einen feierlichen Anlass gibt. Shiva, hast du schon einmal Chirashi-Sushi zubereitet? Nein, noch nie. Ah, alles klar. Du wirst bestimmt total viel Spaß haben, es zum ersten Mal zuzubereiten. Kannst du die Muscheln in einem Topf kochen lassen, während ich mich um die Garnelen kümmere, Shiva? Dann werde ich den Sushi-Reis vorbereiten. Mal sehen, wo ist denn der Fächer und das Holzgefäß? Oh Mann, die gekochten Muscheln sehen echt lecker aus. Hey Shiva, lass mich mal probieren. Vorsichtig, Shiva. Hinata sagt zwar, dass er nur probieren will, aber wenn du einen Moment nicht aufpasst, isst er alles auf. Werde ich gar nicht. Wahrscheinlich. Du solltest dich lieber an die eigene Nase fassen, Yuzuki. Meinst du, ich sehe nicht, wie du den Reis isst? Ich probiere nur, ob er schon bereit ist. Hier, Shiva, lass mich wissen, wie er schmeckt. Hey, ich will auch. Eine Riesenportion, ey. Wow, das ist echt gut geworden und es sieht so lecker aus. Außerdem lässt sich eine Vielfalt von Farben finden. Das ist schön, schließlich isst das Auge mit. Okay, okay, genug gestaunt, jetzt wird reingehauen. Ich habe Kohldampf. Vielen Dank für das Essen. Yummy, yummy. Boah, das ist echt, boah,
Super, mega lecker. Mensch, das ist sogar besser als alles, was es früher zu Hause gab. Niam. Wenn dich das Essen so glücklich macht, dann bin ich froh, dass wir dir dabei behilflich sein konnten. Übrigens, welche Rolle spielst du eigentlich in dem Stück, Hinata? Darüber hast du noch gar nichts erzählt und das würde mich wirklich interessieren. Oh, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Diesmal spiele ich... Ja? Was denn? Spann mich nicht so auf die Folter. Wieso darf ich das nicht wissen? Gemeinheit. Danke, dass du dich uns heute angeschlossen hast, Shiva. Unglaublich, dass Yuzuki freiwillig angeboten hat, den Abwasch ohne uns zu machen. Wenn du oder Yuzuki jemals auch einen Anlass zum Feiern habt, werde ich euch auch helfen. Okay. Jetzt muss ich nur noch warten, bis ich meinen Bonus erhalte. Ich habe vor, alles Geld nach Hause zu meinen Brüdern zu schicken. Schließlich verdanke ich es ihnen, dass ich überhaupt Schauspieler werden will. Genau, ich habe zwei ältere Brüder, die beide unsere Familie unterstützen und immer wieder Geld nach Hause schicken. Eigentlich wollte ich aus diesem Grund auch einen gut bezahlten Job annehmen. Aber kurz bevor ich wegzog, versicherten sie mir, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Und dass ich mich auf das konzentrieren soll, was mir wirklich am Herzen liegt. Beide arbeiteten bereits in ihrem Traumberuf und wollten, dass auch ich meinen Träumen folge. Dabei hatte ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was ich wirklich tun wollte. Zuerst war ich ganz schön verloren, aber jetzt bin ich Ihnen für Ihren Rat sehr dankbar. Mein Wunsch ist, dass meine Familie eines Tages auch unterstützen zu können, während ich etwas tue, das mir wirklich am Herzen liegt. Haha, danke. Es macht mich sehr glücklich, das zu hören. Warte ab, eines Tages werde ich euch alle super stolz machen. Ganz bestimmt. Also gut, es wird Zeit, dass ich auch gehe. Lass uns bald wieder etwas unternehmen. Bis später. Mach's gut, Hinata. Sehr schön, jetzt hatten wir auch schon das Lila-Blumen-Event mit Hinata. So, ich glaube, dir hatte ich die Aprikose schon gegeben. Und ich glaube, Hinata habe ich seinen Reis auch schon gegeben. Ach Mensch, das ist ja wunderbar. Tja, was ich allerdings nicht gekriegt habe, ist Reis tatsächlich. Quatsch, Reis. Tee. Ich habe keine Teeblätter bekommen. Was soll ich denn da nun tun? Das ist wohl traurig. Ich meine, das wäre jetzt echt voll schade, wenn ich deswegen dann nicht an dem Event teilnehmen dürfte, ne? Das wäre echt voll schade. So, du brauchst Futter. Bitteschön. Nein, das wäre wirklich voll traurig. Ich habe natürlich auch wieder gehämmert und habe wieder ein paar tolle Steinchen gefunden und ein paar Münzen. Das kann ich alles wieder schön verkaufen hier, um ein bisschen Geld reinzukriegen. Und wenn wir dann nachher genug Geld haben, dann ist doch alles super erstmal. So, das verkaufe ich natürlich nicht. Hier die Aloe, die werde ich noch verkaufen. So, das war's. Der Rest kommt in die Kiste. Ach, und dann habe ich schon wieder keine Aufträge gemacht heute. Ja, ich hoffe, das ist nicht so schlimm, wenn ich mal keine mache. So, dann werden wir jetzt auf jeden Fall schlafen gehen, denke ich. Hier, die Sirupeimer brauche ich im Moment auch nicht. Den kräftigen Dünger brauche ich auch nicht. Stattdessen brauche ich später den saftigen Dünger. Für Süße und Aroma. Genau, das war das. So, die Milch kommt auch ins Lager. Einfach, damit ich da Milch ansammeln kann. So, ja, das Problem ist jetzt, ich soll Tee mitbringen. Und ich habe keine Teeblätter. Das ist so fies. Woher soll ich Teeblätter bekommen, wenn ich keine habe? Es verkauft leider halt auch niemand Teeblätter.
Und meine Teeblätter, die wachsen zwar, aber die sind noch nicht fertig. Ach Mann, das ist voll traurig. Ich habe das Gefühl, wir können dann bei diesem Event nicht mitmachen. Voll schade. Also wenn die Teeblätter fertig wären, dann würde da wahrscheinlich stehen sowas wie, ja, hier, der Tee ist fertig, der kann mit einer Sichel geerntet werden oder so. Naja, was will man machen? Ich gehe schlafen. Ich weiß, es ist noch früh, aber naja. Immerhin haben wir viel Geld. Heute ist die Getränke-Gaudi, ja. Die Getränke-Gaudi und ich kann nichts machen. Wahrscheinlich kann ich dann wirklich nicht mitmachen. Das ist voll schade. Naja, mal gucken. Wir werden es ja gleich herausfinden. So, glitzernder Dünger wieder hier drauf. Ich meine, wer konnte das denn auch ahnen, dass ich irgendwann Tee brauche? Hätte ich das gewusst, dann hätte ich den Tee sofort angepflanzt, als der da war. Wobei, habe ich das nicht sowieso gemacht? Den Tee angepflanzt, als er da war, als er verfügbar war. Aber es dauert halt 2 Monate, ne? Bis der gewachsen ist. Das ist das Problem. Naja, mal gucken. Wir werden einfach gleich mal zu Megan gehen und dann mal gucken, was sie sagt. Entweder sagt sie dann sowas wie, hey, du hast gar keinen Tee, dann kannst du leider nicht mitmachen. Oder sie sagt, hey, ich habe hier was für dich vorbereitet, weil eigentlich sagte sie ja, sie hätte was vorbereitet. Was meinte sie denn damit? Weil ich doch zum ersten Mal mitmache. Hm. Wie auch immer. So, ich muss melken. Milka melken und Lilly melken. So, hier noch Scheren. Perfekt. Und jetzt alle Bürsten. So, 1, 2, 3, 4. So, noch alle knuddeln. So, perfekt. Und Leckerlis verteilen. Ach, die Leckerlis muss ich erst noch auswählen. Ich habe ja extra Leckerlis gekauft. So, damit wir hier das Fell weiter verbessern können von unseren Kühen. Vor allem von Lilly. Also von den beiden wird jetzt vor allem erstmal das Fell verbessert. Ach ja. Oder konnte ich Tee doch schon von Anfang an kaufen? Ich weiß es nicht und hab's einfach nur noch nie gemacht. Hm. Also der Tee ist immer noch nicht fertig. Tja, dann wird das wohl nix. Schade. Halt diese Getränke-Gaudi. Ja, ich werde mich nicht anmelden können. Ich habe keine Teeblätter dabei. Ach, das ist voll gemein. Warum denn ausgerechnet Teeblätter? Warum denn nicht irgendwas anderes? Wobei, irgendwas anderes wäre auch doof. Na, hier ist niemand. Naja, ich gehe einfach gleich mal gucken um 9, ob man da was, wie das dann ausschaut. Aber wahrscheinlich nicht allzu gut. Ich meine, wenn es heißt, bring Teeblätter mit, muss ich halt auch Teeblätter mitbringen. Wenn ich sie da nicht mitbringe, kann ich natürlich nicht mitmachen. Ist ja irgendwie logisch, ne?
Dann wird das ein ganz trauriger Tag hier. Und vor allem auch ein langweiliger Tag. Weil die dann alle zu ihrem tollen Event gehen und ich hier nichts machen kann. Naja. Ich mache erstmal noch hier die Minen fertig. So, jetzt gehen die schon alle los. Tja, dann werde ich jetzt gleich mal mit Megan sprechen. Aber wie gesagt, ich habe jeden Laden abgeklappert. Es gab keinen, wo ich Tee kaufen konnte. Naja, für den nächsten Herbst wissen wir das ja dann. Für den nächsten Herbst wissen wir dann Bescheid, dass wir wahrscheinlich irgendwas brauchen. Im Winter wird ja dann bestimmt auch irgendwas sein, nehme ich mal an. Wie gesagt, ich würde mich um die Sachen kümmern, die du brauchst, um heute teilzunehmen. Ich habe Teeblätter fertig. Ja, es ist also kein Problem, wenn du diesmal ohne etwas teilnimmst. Oh, danke, Megan. Juhu. Die Getränke-Gaudi. Alles klar, sieht aus, als wären alle da. Dann lasst uns ohne große Reden zu schwingen die Getränke-Gaudi in Westtown beginnen. Dieses Mal ist das Thema schwarzer Tee. Habt ihr alle passende Zutaten dabei? Ihr werdet Teams aus 4 Leuten bilden und aus all euren Zutaten einen eigenen schwarzen Tee machen. Das Team mit dem leckersten Tee gewinnt einen Preis, also gebt euer Bestes. Damit wäre alles gesagt, also fangt an, eure Teams zu bilden. Wenn ihr eine Gruppe zusammen habt, kommt und sprecht mit mir. Jedes Team wird aus 4 Leuten bestehen. Geh rum und frag alle, was sie mitgebracht haben. Dann entscheide dich, mit wem du zusammenarbeiten willst. Okay, ich sehe schon, er hat eine Walnuss. Du hast Trauben oder so. Was hast du? Maismehl. Ah, ich weiß nicht, ob Maismehl wirklich das Richtige ist. Okay, was hast du? Miso. Na, erstmal noch nicht. Okay, also ich denke, guck mal hier, hat er Honig? Nee, Schokobrot auf Strich. Ich weiß nicht, wie daraus schwarzer Tee gemacht werden soll. Eine Orange. Nein, danke. Okay, weißt du was? Ich nehme jetzt mal Ludus. Der hat eine Traube dabei. So, Ludo ist im Team. Er hat Milch. Nehme ich auch. Brad ist im Team. Jetzt habe ich noch Platz für 2. Was hast du dabei? Eli-Blätter. Okay, ach, hier oben sind ja noch ein paar. Was hast du? Essig? Nee. Okay. Was hast du? Ingwer. Ingwer kann man nehmen, denke ich. Aber ich guck mir noch die anderen Sachen an. Kräuterkäse? Oh nein. Und du hast Aloe. Ich denke, ich werde den Ingwer noch mit reinnehmen. So, Frank ist jetzt im Team. Das wäre noch Minze. Was hast du? Ach, mein Team ist schon voll.
Ach ja, okay, ja, dann passt es doch. Also wir haben diese Trauben, Ingwer und Milch. Na, da bin ich ja mal gespannt. Es scheint, als wären alle Teams voll und bereit, loszulegen. Jetzt stelle ich sie noch eben vor. Team A, bestehend aus Shiva, Brad, Frank und Ludus. Team B, bestehend aus Yuzuki, Marco, Ford und Holt. Team C, bestehend aus Omiyo, Hector, Umekichi und Sidoka. Und Team D, bestehend aus Miranda, Rain, Colin und Bart. Team E, bestehend aus Noelle, Carrie, Iluka und Lisette. Auf ans Mixen, viel Erfolg! Oha, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das wirklich gut ist. Mit diesem Team werde ich mir den Sieg schnappen. Das habe ich letztes Mal auch gesagt. Danke, Leute, lasst uns guten schwarzen Tee machen und auf den Sieg hoffen. Lasst uns aus unseren Zutaten den schwarzen Tee machen und uns den ersten Platz schnappen. Es freut mich, hier zu sein. Ich glaube, dass wir mit diesem Team einen tollen Tee machen können. Na, hoffentlich. Ich weiß ja nicht, wie toll der Tee wirklich wird. Aber eigentlich habe ich Zutaten rausgesucht, die nett sein könnten zusammen. Oder nicht? Wir haben einen einzigartigen schwarzen Tee gemacht. Ich will ihn probieren. Oh Gott, das ist aber spannend hier, ey. Also irgendwie schon. Sieht aus, als hätte jedes Team einen einzigartigen Tee gemacht. Zeit für die Verkostung. Jeder muss alle Tees probieren und sie vergleichen. Stimmt dann über den besten Tee ab. Zuerst kommt der Tee von Team A. Boah, wie gut. Er schmeckt besser, als ich dachte. Ich glaube, damit könnten wir gewinnen. Howdy, Mann, das ist lecker. Die Zutaten passen gut zusammen. Damit könnten wir gewinnen. Ich glaube, das würde Nana schmecken. Das Team von Shiva hat einen Tee gemacht, der echt lecker ist. Er ist angenehm zu trinken, sogar für mich. Kann ich noch mehr haben? Ich kann an der Aura feststellen, ob etwas lecker ist. Und das hier ist lecker. Unser Tee scheint allen wirklich gut zu schmecken. Wir haben eine Chance. Yay! Wir haben einen super Tee gemacht. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Wir haben die Ergebnisse. Ich werde euch nun die Gewinner präsentieren. Das Team, das die heutige Getränke-Gaudi mit dem beliebtesten schwarzen Tee gewinnt, ist... Hoffentlich nicht das Team, wo der Käse mit reinkam. Team A, herzlichen Glückwunsch, Shiva, Brad, Frank und Ludus. Juhu, ich habe gewonnen. Der Preis für das Gewinnerteam ist folgendes, ein Topaz. Und damit ist die Getränke-Gaudi in Westtown beendet. Danke, dass ihr teilgenommen habt. Wir hoffen, euch nächstes Mal wiederzusehen. Oh Mann. Nicht schlecht. Ich bin froh, dass wir doch mitmachen konnten. So, hier werde ich jetzt wieder alles verkaufen. So, das war's. Den Topaz auch direkt zu Geld gemacht. So, okay. Das ist alles. Ey, wie cool. Ich habe echt die richtigen Zutaten rausgesucht. Aber ich habe halt das, was ich mir am meisten vorstellen konnte, tatsächlich genommen.
weil die anderen Sachen konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass das schmecken soll. Also Essig oder Käse oder was sie da nicht alles mitgebracht hatten. Auch wenn es schade ist, ich hätte ja gerne irgendwie meine Lover sozusagen mit ins Team genommen, aber die hatten einfach zu doofe Pflanzen halt, ne? So, Ford kriegt noch ein Geschenk und die anderen auch noch alle. Das heißt, ich kann noch gar nicht ins Bett gehen, ich muss noch eine Runde drehen. Oh, Ludus hat auch schon fast alle Herzen voll. Heieiei. Schade, dass ich bei diesem Event dann nicht am Schluss, zum Schluss dann noch mit den Leuten sprechen kann. Oh, aber ich sehe auch gerade, ich muss einen Cut machen, ne? Dann würde ich sagen, ich klappe halt jetzt noch die Leute wieder alle ab und schenke denen mein Herz, also meine Items. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüssi!